Wir sind die Landjugend Sandersfeld und wir nehmen teil an der 72-Stunden-Aktion 2019. Die 72-Stunden-Aktion wird organisiert von der Niedersächsischen Landjugend. Und es geht eben darum, innerhalb von 72 Stunden eine gemeinnützige Aufgabe zu erfüllen, die wir vorher nicht kennen und auch erst gestern Abend um 18 Uhr erfahren haben. In diesem Jahr müssen wir 6 Sitzplätze oder Sitzbänke errichten an der Kiek-in-Land-Fahrradtour, die eben hier durch die Gemeinde führt. Und dann haben wir 4 Sitzbänke, wurden uns schon fest vorgegeben. Und da wissen wir auch schon, dass wir es da machen müssen. Die 5. Bank dürfen wir uns selber aussuchen, wo wir die errichten. Und die 6. Bank müssen wir am Sonntagabend bei der Abschlussveranstaltung versteigern. Jede Landjugend bekommt ihre eigene Aufgabe. Man hat auch vorher eine Teilnehmerzahl angegeben, mit wie vielen Landjugendmitgliedern man teilnimmt. Und je nachdem bekommt man dann eben so die passende Aufgabe zu der Größe der Gruppe. Wir haben bei uns 30 Leute angemeldet und das ist einfach das ganze Wochenende über so ein Kommen und Gehen und ich denke mal, aber so in die Richtung wird das gehen. 30 bis 40 Leute, die immer so aktiv sind. Wir haben schon vorher geguckt, dass wir einige Sponsoren zusammenkriegen und uns auch vielleicht einige Firmen warm halten, die uns nachher mit Material ausstatten können. Aber die Aufgabe haben wir erst gestern Abend erfahren und ja, dann haben wir uns erstmal angeguckt und haben erstmal gar nichts gesagt und dann fängt man irgendwann an so zu überlegen, so was brauchen wir jetzt und wie fangen wir jetzt an und wen können wir jetzt anrufen und dann haben wir eine große WhatsApp-Gruppe, wo wir alle zusammen drin sind und dann wird reingeschrieben, was gebraucht wird und dann antwortet hoffentlich jemand, dass er da helfen kann. Ich glaube einfach, weil das ja, irgendwie so ein Gruppengefühl ist, weil das Spaß macht, irgendwie so aus dem Nichts heraus, was für so viele Leute zu planen, weil das auch echt Aufsehen erregt, weil es das als Landjugend gut tut, dass wir einfach mal gut dastehen und mal die Chance haben, uns richtig positiv zu zeigen.